Ja, wie die meisten von euch natürlich wissen, ich habe nicht nur den goldenen Schuh gewonnen für den besten Torschützen Europas, sondern auch dann nach der Karriere, als ich Zeit hatte, eine Sängerkarriere gestartet. Habe angefangen mit der Gruppe Achtung Liebe mit meinem Freund Roman Danksack-Müller und der Sue. Wir haben Gold, Doppelgold, Platin geholt und viele, viele Konzerte gespielt. Und mein Freund Roman Danksack-Müller ist die Stimme von ORF 1 und von Radio Wien. Wir haben uns zufällig getroffen im ORF. Ich bin mit seinem Bruder in die Schule gegangen. Und wir haben uns dann sofort vom ersten Moment an super, super gut verstanden. Tun das heute noch. Und haben dann die Idee geboren, eine CD auf den Markt zu bringen. Wir haben nichts dem Zufall überlassen, haben versucht, die besten Leute zu kriegen. Die CDs sind in Amerika gemischt worden und ja, dann haben wir viele, viele Konzerte gespielt. War eine recht schöne Zeit, eine recht aufregende Zeit. Und jetzt gilt aber mein Fokus dem Trainer-Dasein, da habe ich mich jetzt voll konzentriert drauf und mache das seit einigen Jahren, singe seit 10 Jahren nicht mehr, gebe keine Konzerte mehr und ja, aus dem einfachen Grund, ich möchte niemand mehr in den Arsch kriechen, dass er meine Lieder spielt. Ich möchte das nicht, das bin ich nicht und deswegen mache ich es auch nicht mehr, aber wie gesagt, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird es irgendwann wieder mal so weit sein, aber im Moment ist es kein Thema. Ja, die meistgespielten Lieder sind natürlich nach wie vor Toni, lass es polstern, ist ein Klassiker, war 8 Wochen lang die Nummer 1 bei Radio Köln und dann natürlich Sommer in Wien. Mein Weg bin ich jetzt gegangen, niemals allein, ich immer mit dir zusammen. Hab viel gesehen von der Welt, von ganz weit oben. Waren in Sevilla, in Gladbach, in Köln und Turin. Aber nix ist so schön, nix ist so schön wie der Sommer in Wien. Das Duett mit Hans Krankl, zwar wie mir zwar, traurig aber war, wo der legendäre Schürrle Tanzer mitgesungen hat und uns die Ehre gegeben hat, eine Strophe zu singen. Also auch das wird sehr, sehr oft gespielt und denke sehr, sehr gerne an diese wunderschöne Zeit. Zwar wie mir, zwar geben sie es immer nur voll. Und kein Weg ist uns so gefährlich und schmal. Zwar wie mir, zwar sind ganz einfach gut.